Leser von magistus.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr relativ simpel eure eigenen Bilder mit der Google-Bildersuche rekursiv suchen könnt, also sprich schauen könnt, wo eure Bilder vielleicht im Internet sonst noch auftauchen. Funktioniert schon recht gut. Wir probieren das Ganze einfach mal aus. Ich bin hier auf meinem Blog, blogmagistus.de, und suche mal ein Bild, das schon etwas länger im Netz ist. Hier das erste Shooting mit Magnolia. Dann nehmen wir dieses Bild. Das ist gepostet 3.5.2010. Ich gehe hierher und nehme die Grafikadresse und kopiere die in Zwischenspeicher. Als nächstes gehen wir ganz normal auf Google, in meinem Fall auf google.de, und dort möchten wir auf die Bildersuche gehen. Klicke ich hier oben. Und in der Bildersuche könntet ihr jetzt bestimmte Suchbegriffe eingeben, wie ihr das kennt. Es gibt hier jetzt aber so ein kleines Kamerasymbol hier in der rechten Seite des Eingabefeldes. Wenn ihr auf dieses Kamerasymbol klickt, geht ein zweites Fenster auf und jetzt könnt ihr hier eine Bilder-URL eingeben, nämlich die, die ich gerade in Arbeitsspeicher kopiert hatte, und sage Suchen. Und relativ schnell zeigt mir denn Google tatsächlich einige Bilder oder einige Vorschläge an, wo dieses Bild auch auftaucht. Zum Beispiel bei Model Mayhem, wo ich auch eine Setkarte habe. Dann natürlich in der Modelkartei, auch hier Setcard-Bild. Bei meinem Blognachbarn gibt es ein Bild oder dieses Bild bei einem Interview, das er mit mir geführt hat. Und natürlich genauso auf dem Blog. Wie ihr hier unten aber auch seht, perfekt ist die Bildersuche noch nicht. Er zeigt eben auch optisch ähnliche Bilder an. Und jetzt hat mein Bild mit Sicherheit nicht so wahnsinnig viel zu tun mit Kopfhörern oder Ähnlichem. Das liegt natürlich jetzt an der sehr starken Entsättigung von meinem Bild. Nichtsdestotrotz, ganz einfach, ganz simpel, finde ich ganz praktisch. Könnte mir auch vorstellen, dass das in der Zukunft noch einige weitere Möglichkeiten hier eröffnet, um die eigenen Bilder zu entdecken, vielleicht auch an Plätzen, wo ihr gar nicht möchtet, dass eure Bilder auftauchen. Ich hoffe, euch geholfen zu haben und wünsche euch auf jeden Fall noch ein gutes Bloglesen. Bis dann!